Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RET. Ich sage jetzt mal mit Absicht dazu V1. Mit dem guten Trivolo. Und da. Unser Butze kämpft gerade noch ein bisschen mit seiner Internetleitung. Er war letzte Folge kurz da, kam dann nicht wieder. Ärgerlich, aber okay, wir müssen damit leben. Wir haben festgestellt, die letzte Folge waren schon wieder über 30 Minuten. Wieder mal viel zu lang. Und die Tür mag mich nicht. Und jetzt wollten wir uns natürlich nochmal anschauen, was dann bei Butze und bei mir so alles passiert ist, nachdem wir uns Trivolos Geschichte angeschaut haben. Fangen wir mal an bei B und B. Genau. Bei den Ursprüngen quasi. Angefangen hat das Ganze ja eigentlich hier relativ klein, beschaulich, mit einem kleinen Häuschen, das da hinten immer noch in seiner, nicht mehr ganz Urform steht, aber in einer relativ ursprünglichen Form noch. Das Häuschen hier, das war unser zaghafter Anfang in dieser Welt. Dann danach kam, glaube ich, die Schmiede hier hinzu. Bin mir nicht mehr sicher, was danach dann alles kam, in welcher Reihenfolge, aber ich glaube, wir hatten dann als nächstes Projekt das Lagerhaus gehabt. Butze hat hier noch seine Speed-Folgen mit dem Gehweg gemacht und wie wir ihn kennen, bei ihm ist das alles ordentlich. Da ist natürlich nochmal eine gute Grundlage drunter. Anders macht er das nicht. Wir kennen ihn. Ja. Deswegen kriegen wir ja auch so oft Ärger mit ihm. Ja, genau. Weil wir bauen das halt einfach mal hin und dann passt es schon, wenn es nach was aussieht, ne? Genau. Ja, hier können wir uns noch dran erinnern an die guten alten Barrels aus dem Barrel-Mod. Zu oft rechtsgeklickt. Client aus. Das ist bei euch jetzt, glaube ich, die dritte Version an Barrels, ne? Nee, ich glaube, wir haben nur zwei gehabt. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es waren tatsächlich nur zwei. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Chubba Barrels und mit denen sind wir also höchst zufrieden gewesen. War eine wunderbare Geschichte, mit Ausnahme des einmaligen Umbaus auf diese Barrels. Hat ein bisschen gedauert, aber gut. Ja, wir haben dann nochmal modernisiert, das war aber in einer der letzten Folgen so quasi. Wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen unser ME-Netzwerk reingebaut, funktioniert prächtig. Was wir noch gemacht haben, ist, wir haben noch so ein Wilex Access Terminal hier hingepackt. Also können wir auch mit unseren kleinen Pads arbeiten. Coole Sache, ein modernisiertes Netzwerk. Natürlich greifen wir hier nicht auf die Items, die hier in den Barrels sind, zurück, sondern natürlich das, was im AI-Netzwerk ist, aber sei es drum, sieht auf jeden Fall cool aus und ist funktionabel. Ja, das, was Trivolo dann so schön gesagt hat, wir haben ein Loch im Dach. Verdammt. Ich habe mehrere Löcher im Dach, aber das habe ich euch auch öfter mal erzählt. Wir haben auch ab und zu mal Löcher gestopft, aber irgendwie, naja. Okay. Ich habe auch einmal Löcher gestopft. Dann haben wir hier unsere kleine Ars Magica-Ecke mit dem Oculus, dem Tisch und dem ganzen Kleinkram, den man so braucht. Ja, dann hier, was uns die Monster so gegeben haben, ein paar schöne Anzüge, da drüben ein bisschen Mob-Loot. Hier die wichtigsten Stationen, Atlantis, das müsste das Mining, nein, das ist die Testwelt, wo wir uns, ja, das war ja das, was bei dir im Special auch gekommen ist, die Testwelt. Unsere Kaboom-Folge. Schön. Dann haben wir ein bisschen Mistcraft. Ja. Wer die Best-of-Folge nochmal sehen möchte, einfach bei mir auf dem Kanal. Das Ding ist jetzt sogar mittlerweile als Kanal-Trailer drin. Kann ich mir gut vorstellen, weil die Folge war wirklich, ich habe mich köstlich amüsiert. Ich mich auch. Ja, dann haben wir hier Oil Age, Lava Age und Mining Age. Also unser Mining Age hat uns echt Schwierigkeiten gemacht, ohne Ende. Warum? Können wir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Aber okay. Lassen wir es einfach dabei. Es war schrecklich. Jo, gehen wir mal einfach mal hier ein paar Schrittchen weiter. Dann haben wir hier das schöne Gasthaus vom Butze. Linke Hand. Und, ups, vom Butze, rechte Hand dann noch sein Dartcraft-Haus. Also, da ist noch so einiges drin, was man noch in irgendeiner Form vielleicht verwenden könnte, brauchen könnte, wie auch immer. Ah, bisschen Material hat er auch noch übrig gelassen. Es sind nur 44 Stacks an. Na okay, lassen wir das. Da oben hat er noch ein paar Turtles, was die auch immer machen sollen. Oder? Ist es ein Turtle oder ein Computer? Ne, ein Computer. Ah, das könnte sein GPS-Signal sein. Vielleicht für die Farmsteuerung. Wer weiß, ich weiß es nicht so genau. Wozu hat er denn das da so hingebaut? Na okay. Ja, ich muss nicht alles wissen.
im Leben, hätte ich gesagt. Oh. Oh. Das war aber ein guter. Disconnected by server. International, ja. General Server Error. Hm. Also fass die Computer nicht an. Okay, dann fasse ich sie nicht an. Ist das eine gute Idee? Aber du kannst sicher gleich wieder neu connecten. Ist ja anscheinend kein Problem. Ich bin wieder da. Gut. Dann, ja, schauen wir nochmal ganz kurz zurück ins Gasthaus. Du, er hat ja noch einen Elevator, ne? Ja, er hat da noch ein Stockwerk drunter, aber ich will doch unseren Leuten noch was zum Auskundschaften lassen. Ein bisschen was muss noch bleiben. Na gut. Ja, also da haben wir das Gasthaus mit dem Zugang über den Schankraum zu den Vorratskammern. Ja, da haben wir natürlich mittlerweile ein bisschen geplündert, weil wir auf Atlantis natürlich auch Hunger gekriegt haben. Logisch. Aber ja, ist auf jeden Fall noch genügend zu essen da. Ich werde die Menge an Essen demnächst sehr vermissen. Mhm. Naja. Gut. Ja, dann kam, glaube ich, dann schon als nächstes unser dekadenter Kirchturm hier. Kirche, das kleine Ding. No. Also meine Zuschauer wissen, wie man sowas in groß baut. Okay. Also zumindest meine Zuschauer vom regulären Vanilla-Minecraft. Hast du auch Diamantblöcke dafür verwendet? Und nein, weil das ist alles ja normales Minecraft und da kannst du das nicht machen. Du warst noch nie in der Welt, kann das sein? In der normalen Minecraft-Welt? Doch, war ich. Bei mir? Bei dir noch nicht. Meine ich doch. Ja, dann haben wir hier noch unseren Enchantment-Table. Passt natürlich wunderbar zu den Bleached Bone Block Stairs und zu den Blatt. Wie hießen die Dinger? Blatt, irgendwas mit Blatt? Die Dachziegel? Bloodstained. Bloodstained, glaube ich, genau. Hier haben wir noch eine Kleinigkeit, das zeige ich euch mal. Da geht es dann auch noch wohin. Du kannst gerne runtergehen, wenn du möchtest. Ich werde es jetzt erstmal nicht zeigen. Da geht er runter. Ach, hier ist. Toll, das habe ich mal gesucht und nicht gefunden. Ja, jetzt habe ich mir das selber gebaut. Jetzt weißt du, wo es ist. Ja. Gut. Hier geht es ja nochmal ein bisschen rauf in den Turm. Ja. Und dann haben wir noch hier oben noch eine Kleinigkeit. Und zwar der Anfang unserer Ars Magica 2 Geschichte. Wir haben die zwei wichtigsten Nexis, wie auch immer man das sagen möchte. Hier hingestellt. Wir haben den, ja, also im Endeffekt das, was man für Ars Magica eben für die Sprüche braucht. Funktionabel, geht, könnt ihr verwenden. Bisschen Material ist, glaube ich, in der Kiste auch noch drin. Tut damit, was ihr wollt. Trotzdem, bei mir steht auch noch der dritte. Genau. Den haben wir uns jetzt diesmal nicht gegeben. Ah, noch ein Essence Refiner und eine Mana Battery haben wir auch noch hingestellt. Okay. So, und an dem Punkt haben wir uns dann. Halt, ich habe nur ganz. Ach, da hinten, in der Ferne sieht man es doch. Ach, du wolltest ihn nur nicht sagen. Nein, den Magieturm schon. Den Magieturm schon, den haben wir ja schon ein paar Mal gezeigt. Aber wir gehen mal ganz kurz rein. Mal gucken, ob ich das jetzt auch heute mal in den Griff kriege. Moment. Ja, und wer hier wirklich mal die Stadtmauer fertig baut, also ich bin auf Screenshots und Videos gespannt. Oh ja, also das, da bin ich auch dafür. Baut sie mal fertig. Wir haben es irgendwie nicht geschafft, es war zu viel anderes zu tun. So. Man sich eigentlich noch auf die Schnelle ransetzen. Auf die Schnelle, ja. Okay, also hier haben wir ein paar von diesen schönen Kristallen, so als Schnellinfo, damit soll das ein oder andere leichter gehen. Arcane Workbench, nein, Worktable, Entschuldigung. Dann haben wir hier ein Stockwerk höher. Haben wir dann hier unsere ganzen Notes. Geh runter. Ja. Hier haben wir noch das passende, den passenden Crucible dafür. Für die ganzen Geschichten und dann können wir nochmal ein Stockwerk höher gehen. Und da haben wir natürlich dann noch unsere Matrix. Mit den ganzen Essenz-Chars und so weiter. Ihr kennt das ja mittlerweile.
Wir haben es ein paar Mal gezeigt. Wir haben es nicht so häufig gezeigt, weil wir einfach Angst hatten, dass wir zu viel spoilern und euch damit dann quasi auch ein bisschen den Spaß am Entdecken von dem Mod verderben. Ja, gut, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Die einen sehen das so, die anderen so. Hier haben wir natürlich unseren lieben Flash-Golem, der dafür immer gesorgt hat, dass unsere Chars schön aufgefüllt werden und nicht wild durch die Gegend gefüllt werden. Was hat er denn hier im Filling-Kabinett? Ah, da haben wir noch ein paar Essenz-Chars drin. Da haben wir noch ein bisschen. Oh, wir haben noch Rubber hier rumliegen. Naja, das braucht man für den einen oder anderen. Okay. Der schaut dich gerade an. Weil du ihm seine Kiste aufgemacht hast, oder? Ja. Hm, möglich. Na gut. Ja, du? Stopp. Nee, na gut. Jetzt schaut er mich an. Na gut. Gehen wir mal den kurzen Weg. No? Modular Power Suit. Ich werde diesen Mod vermissen. Ich weiß. Ach, hier eure Miner-Anfänge, ne? Mit Leitern ja, ja. Und... Ach, hör auf. Hör auf, hey. Das waren noch wilde Zeiten, da runter zu klettern und noch Material zu sammeln. Eieieiei. Ja, ich erinnere mich dran. Ich habe in meiner Spalte da bei mir, da habe ich ja Treppen überall hingebaut. Mhm. Weil es auch sinnvoll ist. Damit ich da minern kann. Ja, ja. Und mittlerweile ist das, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber auf jeden Fall ein Fangbereich für Schmetterlinge immer wieder gewesen. Unglaublich, was sie da an Unmengen an Schmetterlingen aufgesammelt hat. Naja, gut. Sei es drum. Ah ja, unser IC2-Feld von Crops haben wir hier auch noch rumstehen. Also es gibt noch einiges, was ihr hier noch ein bisschen entdecken und machen könnt und tun könnt. Ja. Und dann kam der große Umbruch. Dann kam der Gehirnfurz, wie ich immer so schön sage. Wir haben uns gedacht, lass uns doch mal was Großes bauen. Groß. Ja. Ja. Ich hätte gesagt, groß ist vielleicht untertrieben noch. Aber gut. Dann ging es darum, dann hier was Schönes aufzubauen. Wir haben uns dafür entschlossen, einfach mal Atlantis nachzubauen, weil Butzi und ich so ein kleiner Fan von der Stargate Atlantis Staffel sind, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Also zumindest nicht mal was Neues. Ich bin jetzt einfach mal so frech und sage hier Options, Inventory, Cheat, Backpack. Und dann mal hier auf Creative. Und dann machen wir hier mal einen schönen Rundflug. Da haben wir unsere Forestry Farmen. Na komm, Hakel, Hakel, Hakel. Ja gut, er hat hier auch Schwierigkeiten mit der Generierung von dem ganzen Gebiet. Ah, nein. Was? Den Magnetmod an. Oh, und ich bin abgestürzt. Bis gleich. Bis gleich. So, wieder zurück. Mein Client mochte heute einfach nicht mehr. Na gut, egal. So, schauen wir einfach mal hier rum. Also das waren die Forestry Farmen mit dem kleinen Gebäude, wo wir die Chabba Spotlights gemacht haben. Hier haben wir noch ein bisschen rumgespielt mit Archimedes Chips. Ach, der Mod-Autor, der geht mir auch ein bisschen, naja, okay. Hier haben wir noch ein bisschen Erweiterungsfreiraum. Da könnten wir also dann noch so ein Raumschiff hinstellen. Ja, bleibt eure Fantasie überlassen. Auch hier haben wir noch ein bisschen Platz frei. Bisschen in Anführungsstrichen. Auch noch Erweiterungsmöglichkeiten. Ja. Hier haben wir die Mining-Plattformen von Butze. Da stehen sie noch rum. Ja. Der nächste Arm hier ist für Bienenzucht vorgesehen gewesen. Wir haben die Bienenzucht ehrlich gesagt noch nie umgezogen. Aber ihr habt hier ein passendes Gebäude dafür. Das ist auf jeden Fall schon mal da. So, komm, geh mal runter. Mit Aufzug nach oben und allem drum und dran. So wie man das eben braucht. Da. Kuckuck, winke, winke. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. Oh, jetzt habe ich ihm gerade seine Magic Wall rausgeschlagen. Na gut. Ich wollte sagen, du hast es kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Moment. Magic. Na. Wall. So. Machen wir es wieder ganz. So. Erledigt. So, sonst gibt es richtig Ärger. Okay. Den
Thaumcraft, Ars Magicatum, zeige ich euch jetzt hier nicht großartig weiter. Den haben wir eigentlich in der letzten, vorletzten Folge quasi gesehen. Mit dem schönen Schutzschild und so weiter. Wir hatten ja noch die Tubes hingestellt. Ja, da habt ihr also auch noch deutliche Ausbaumöglichkeiten und da könnt ihr noch ganz viel damit machen, was ihr dann da gemacht habt. Oh, wir haben ein bisschen Taint. Könnt ihr euch ein bisschen um Taint kümmern. Hat er wieder rumgezaubert, ohne Obacht zu geben, ha? Ja. So aus. Der ganze Turm ist verseucht. Wenn er nicht aufpasst, deswegen hat er das Wasser wahrscheinlich hier ringsrum gemacht. Das könnte durchaus ein Grund sein, ja. War keine effektive Sperre. Ja, ich glaube, es kann nicht weitergehen durch das Wasser. Aber zurückbilden tut es natürlich auch nicht. Aber er hatte hier, glaube ich, schon gepflanzt, oder hat er gepflanzt? Naja. Mal schauen, ob wir das noch bis zum Download hinkriegen. Ansonsten habt ihr mal was zu tun. Ja. So war das mit der Rundflug. Dann haben wir natürlich in der Mitte noch die ganzen Behältnisse. Also unsere Tanks quasi. Könnt ihr euch natürlich alles anschauen. Sind alle im AI-Netzwerk angebunden. Ja, und dann gehen wir mal hier rein. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Vielleicht habt ihr ja noch eine tolle Idee für diese Eingangsbereiche. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee. Wenn ihr schöne Sachen dann damit gemacht habt, die euch gefallen, schickt uns einfach mal ein paar Screenshots auf unserer Google Plus Seite oder sonst irgendwo. Zeigt es uns. Wir sind sehr gespannt, was ihr daraus machen werdet. Ja, hier haben wir ein bisschen MJ Power bzw. RF Power. Da haben wir noch eine Kleinigkeit. Vorbereitet, aber nie gemacht. Mit dem Computer kann man quasi den Tank hier abfragen und kann gucken, ist da noch genügend Dampf drin. Wenn genügend Dampf drin ist, könnte man damit den Quantum Tank füllen. Und je nachdem, ob man Energie braucht, könnte man das Ganze aus dem Quantum Tank in diese wunderbare Steam Turbine, in die Large Steam Turbine, um genau zu sein, weiterleiten. Das Ganze könnte man AI-Netzwerk gesteuert machen. Bleibt ein bisschen eurer Fantasie überlassen. Ihr könnt da noch ein bisschen rumhantieren. Aber gezeigt haben wir es euch eigentlich schon, wie das alles geht. Da haben wir noch einen kompletten Raum frei für sonstige Energieversorgungen, die euch noch so in den Sinn kommen oder was auch immer ihr im Sinn habt. Es gibt in IC2 und in Bragg-Tech Mod noch jede Menge Energiegewinnungsmöglichkeiten, die wir noch gar nicht richtig angesprochen haben. Ja, dann haben wir hier unsere nochmal Large Steam Turbine mit den zwei Thermal Boilern. Hier haben wir eine große Large Gas Turbine. Unsere Forestry Biogeneratoren, die uns quasi auch nur wieder unsere Labutron Crystals füllen. Ja, die Nuklearreaktoren vom Butze und hier quasi nochmal die größere Form der Battery Box, wo wir quasi leere Labutron Crystals reinpacken und die dann über vier Plasmageneratoren laden lassen. Also das geht relativ schnell hier mit einer leeren Zelle. So, gehen wir mal ein Stockwerk höher. Wundert mich nur, dass die vier an sind. Die ziehen aber, glaube ich, nichts. Ach, die Plasma ändert sich nicht. Das Plasma ändert sich nicht. Genau, voll. Das Plasma ändert sich nicht, weil in der Mitte kein Crystal drin ist. Warte mal, ich guck mal. Ich glaube nicht, ja, dass meine Leerlage. Ja, contained energy, also die sind nicht voll, deswegen sind die an. Schauen wir mal, ob wir noch einen Labutron Crystal bauen können. Da haben wir einen leeren Labutron Crystal. Und wenn man den in die Mitte jetzt steckt, dann sieht man, dass der eigentlich sehr, sehr schnell geladen wird. Gut, der wird auch mit 8192 EU geladen. Ne? Also, da ist Druck auf der Leitung. Gut. Funktioniert also prächtig. Wie gesagt, da braucht euch im Normalfall auch nicht darum zu kümmern, leerer Labutron Crystal ins AI-Netzwerk. Aber bitte komplett leer und dann wird er geladen an irgendeine unserer Lademöglichkeiten, die wir hier unten haben. Jo, gehen wir erstmal ein Stockwerk tiefer. Da haben wir natürlich das, was wir in der letzten Folge bei Trivolo schon gesehen haben, das haben wir ja auch nochmal gebaut. Und zwar unseren schönen Plasma-Generator eigentlich, ja. Plasma-Erzeugung, muss man ja eigentlich richtigerweise dazu sagen. Wir haben den natürlich ein bisschen anders aufgebaut wie bei ihm, weil wir natürlich auch unterschiedliche Sachen zeigen wollten. Das, was wir gebaut haben, ist eher der Minimalaufbau mit Ausnahme der Energie. Da haben wir ein bisschen mehr dran gemacht, wie wir eigentlich ursprünglich brauchten. Bei Trivolo ist es ein bisschen umfangreicher, das ganze Setup. Nope.
Dafür hat er an der anderen Ecke gespart, wo wir nicht gespart haben. Bei dem Aufbau hier, und zwar der Tritium und Deuterium Produktion und hier hinten Electrolyzed Water. Ja, wir haben das natürlich mit Routern aufgebaut. Natürlich ein bisschen andere Geschichte wie über Trivolo. Kann man machen, wie man möchte. Jeder hat so seine eigenen Ideen gehabt. Wir haben sie einfach alle ein bisschen versucht umzusetzen. Und natürlich wollten wir euch auch verschiedene Möglichkeiten zeigen. Ja, hier draußen drumherum gibt es noch einiges zu entdecken. Das überlasse ich euch mal. So, wir haben mal zwei nach oben. Das ist quasi unsere Zwischendecke. Andere haben kleine Kabelschächte, wie unsere Zwischendecke ist 3 hoch. Wir wussten schon, unsere Verkabelung wird mal wieder etwas umfangreicher. ja, es hält sich aber sogar noch in Grenzen. Also nach dem Umbau auf diese... Hallo? Hi. Hallo? Hi. Was machst du da? Geh dich gar nichts an. Mach mal ihr Loch zu, sonst krieg ich wieder den Ärger danach. Ach so, warte, denn aber richtig. Hallo? Okay. Also nachdem wir das hier umgestellt haben auf diese Lapotron-Crystal-Versorgung, ist ehrlich gesagt die Verkabelung deutlich geringer geworden. Fand ich witzig. Hätte ich nie damit gerechnet. Und ja, lieber Gregorius T., man müsste hier keine MFSUs hinsetzen, man könnte Battery-Boxes hinsetzen. Du hast recht. Aber wir hatten die MFSUs noch rumstehen. Und so teuer waren sie auch nicht. Ja, hier ist die Oberseite der Atomreaktoren. Da haben wir ein bisschen unsere Mass Fabricator. Die haben alle ihre eigenen HV-Transformatoren, die aus einer MFSU gespeist werden. Ja, dann haben wir hier noch das Ende der Lightning Rods quasi. Dafür haben wir immer noch ASUs dastehen, weil die Eingangsspannung einfach vertragen, ohne dass wir da großartig was machen müssen. Ein Kondenser, unser Recycler. Ja. Hängen kabellose. Also da hängt zurzeit auch nichts dran. Das ist unser Eingangssystem quasi. Da kommt alles in unser System rein. Durch den Advanced Translocator für Electric Crafting Table in diese Copper Chest und dann wird es importiert ins Netzwerk. Ja. Was haben wir noch so Schönes da unten? Gehen wir nochmal die letzten 2, 3 durch. Da sind wir ehrlich gesagt so gut wie gar nicht drauf eingegangen, auf dieses Factorization-Thema. Ich erkläre es einfach mal ganz kurz, weil da gab es nämlich auch noch einen Zuschauerkommentar, fällt mir gerade so ein. Wir nutzen einfach den Dampf aus dem Railcraft-Boiler, der genau unten drunter steht, um diese Steam-Turbine anzutreiben, die uns dann Factorization-Strom erzeugt. Den speichern wir zwischen in der Battery-Box, um danach den Furnace-Heater zu betreiben, der uns den Crystallizer ermöglicht, mit dem wir, und jetzt bin ich schwerwiegend am Überlegen, was hatte der wieder gemacht? Wir hatten ihn zu irgendwas gebraucht. Ich weiß es jetzt nicht. Doch, für die Router-Produktion haben wir es gebraucht, genau. Für die Router, für einen Teil, haben wir diesen Crystallizer gebraucht. Ja, und dann haben wir hier noch so einen Tesseract stehen, der quasi über uns dann die ganzen Laser betreibt. Das war es eigentlich schon zu dem Raum. Schauen wir mal hier rüber. Ja, da haben wir auch nichts anderes wie großzügige Energieversorgung unserer ganzen Maschinerie. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Haben wir hier noch was Spannendes? Was zum Spielen? Oder Schokolade? Ja, hier haben wir noch ein bisschen RF-Produktion mit Hilfe von Compression-Dynamos, die mit Wasser und mit Fuel betrieben werden. Ansonsten, super spannend ist hier eigentlich gar nichts. Die meisten Sachen haben wir euch ja wirklich ausgiebigst gezeigt. Da unten haben wir quasi nochmal unseren ME-Controller und das ganze Kleinkram. Und das Wireless Access, den Wireless Access Point, der hängt hier unten mit dran. Na, da hängt er. Ja, und dann schauen wir nochmal ein Stück höher. Dann haben wir hier noch, fangen wir mal da rechts an, unseren guten Industrial Blast Furnace, den man mit 4 Coils updatet. Ja? Ja, oh, 4. Da sind wir 3. Nein, 4 waren es. Okay. Okay. Unsere Industrial Grinder, unseren wundervollen, unseren Vacuum Freezer,
die muss man natürlich auch mal alle namentlich nennen. Unseren Implosion Compressor, unsere Distillation Tower. Ja, und hier haben wir quasi unsere Verbrennungsanlage, um daraus Material zu erzeugen. Bei uns natürlich Iridium. Na, steckt noch was drin. Kann drin bleiben. Außer du brauchst es. Ich? Nö. Okay. Nicht mehr. Ja. Gut. Dann haben wir quasi hier linke Hand nochmal. Wir machen aus den Zellen pressen wir die Flüssigkeit raus. Wie zum Beispiel hier gerade Fuel. Nein, in dem Fall Diesel sogar. Okay. Dass wir dann draußen in die Endertanks weiterleiten. Hier haben wir so ein bisschen das Thema Thermal Expansion nochmal aufgegriffen. Mit so all seinen Kleinigkeiten. Da haben wir nochmal eine Forestry Fermenter. Für unsere Biofuel-Produktion oder auch Ethanol-Produktion. Da oben haben wir noch die ganzen Stills noch rumliegen. Hier hatten wir Mercury rausgepackt und hatten das in die Extra Cells reingepackt. Gott, was wir nicht alles gemacht haben. Ja, das war so ziemlich unser letzter Raum, den wir ja hier erweitert haben oder ausgebaut haben mit unserer kompletten Automatisierung der Erzeverarbeitung in etwas größerem Maßstab, dass man auch die Mengen, die aus unseren späteren Queries oder wie es auch immer funktioniert haben, dann verarbeiten kann. Und der ist immer noch fröhlich beim Äpfel verarbeiten und der wird nicht fertig damit. Was verarbeitest du gerade? Egal. Irgendwas hast du, was du verarbeitest. Ja, wird schon seinen Sinn haben. Ja, hier haben wir uns ein Buildcraft Darkroom mit ein paar Lasern und drei Tischen. Die drei Tische, hatte ich mal erklärt, ging darum, um die Rezepte und die Aktivierung in den Assembly Tables. Drei Muscheln. Die drei Muscheln waren aber ein komischer Film. Nein, gut. Ja. Muscheln. Mit der Präsidentenkollektion. Von Arnold Schwarzenegger. Ich habe jetzt eigentlich an Sylvester Stallone, Demolition Man gedacht. Ja, richtig. Und da war eine Anspielung auf Sylvester Stallone, wie sie es in den meisten Filmen machen. Und zwar war das die Filmreihe von Arnold Schwarzenegger und zwar die Präsidenten Collection, weil er Präsident dann geworden ist. Stimmt. Ja, nämlich. So, hier unsere Tiny- und Small-Dust-Verarbeitung. Hier haben wir noch ein bisschen Platz zum Ausbauen. Energie müssten wir eigentlich sogar auch schon da haben. AE-Netzwerk, alles da. Ja, und hier ein bisschen die Sachen, die man eher noch von Hand häufiger bearbeiten musste. Deswegen hier auch nochmal ein bisschen so extra. Ja, oben drüber haben wir dann noch ein bisschen Kleinkram in den letzten Folgen gebaut. Das könnt ihr euch in den letzten Folgen noch anschauen. Ich würde sagen, an der Stelle sollte es jetzt reichen. In diesem Sinne, das war einfach nochmal so eine kleine Zusammenfassung, was wir in den letzten... Wie viele Folgen haben wir denn jetzt mittlerweile? Keine Ahnung. Ich bin ja ein bisschen zurück, weil ich habe ja ein paar Tage Pause gehabt. Ja. Zwangspause. Also ich würde sagen, wir sind bei deutlich über 160 Folgen. Das war mal so eine grobe Zusammenfassung, was in 160 Folgen alles entstehen kann. Nicht muss, aber kann. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Und bleibt dran, stay tuned. Wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.